Hallo und herzlich willkommen bei Spieleabend TV. Wir haben heute für euch einen kleinen Prototypen. Strife of Gods. Also der Streit der Götter. Tada! Wir können euch deswegen leider auch noch keine Spieleschachtel zeigen, aber die kannst du ja vielleicht einblenden. Also im Thumbnail gibt es die sowieso. Einblenden werde ich da auch ganz gleich nochmal hier vor. Vielleicht. genau, das Spiel ist aus dem Hause Adelos, also vom Adelos Verlag. Der Till hat uns angeschrieben und gesagt, dass er jetzt die Kickstarter-Kampagne für Strife of Gods starten möchte. Und ob wir gerne mal den Prototypen spielen wollen, auch Feedback geben zu den Prototypen und so weiter. Da haben wir schon ein bisschen was auch ihm geschickt. Mhm. Und hier für euch jetzt dann einfach nochmal auch ein Video. Hoffentlich passend oder rechtzeitig zum Start der Kickstarter-Kampagne. Links seht ihr dann unten im Video, sobald wir den haben. Genau so ist es. Es gibt zwei Arten von Karten, beziehungsweise eigentlich drei. Es gibt drei. Genau. Einmal die Champions-Karten, dann die Zahlenkarten und die Punktekarten. Die Punktekarten sind dann relevant, wenn man... Ja, genau. Das sieht man hier unten. Aber das ist noch nicht die finale Version. Ihr seht ja auch ganz groß Prototyp drauf. Ne? Deswegen brauchen wir da jetzt nicht groß. Groß drauf eingehen. Das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt keine Anleitung direkt hier dazu haben. Die hatten wir nur digital. Genau. Hätte jetzt ausdrucken können, aber das ist ja... Zum Mal in die Kamera halten als ausgedruckt, klingt das jetzt. Das ist jetzt nicht wirklich sinnig. Genau. Es ist ein dreiseitiges PDF, dementsprechend sehr dünn. und dementsprechend auch einfach sind die Regeln. Mhm. Es gibt Zahlenkarten. Die sind durchnummeriert. Von 1 bis 5. Und jede Karte ist doppelt vorhanden. Das heißt, ihr habt 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 und 2-5. Pro Farbe. Ich habe nämlich nicht nur gelb, wie hier ausgelegt ist, sondern ich habe auch grün, ich habe auch rot und ich habe auch lila, oder? Ja, lila. Ja, also blau-violett ist so irgendwo zwischendrin. Ja. So ein bisschen blau am Rand und violett. Ja. Ihr seht's ja. Genau, das heißt, in Summe haben wir 40 Zahlenkarten, weil 2 mal 5 mal 4. Genau. 2 mal 5 ist 10, mal 4 ist 40. Ja. Des Weiteren haben wir Champions. Champions gehören jeweils einer Fraktion an. Es gibt 4 Fraktionen in diesem Spiel und es gibt 3 Champions, die in diesen 4 Fraktionen jeweils spielen. Diese Champions, seht ihr hier jetzt mal ein paar Beispiele, von jeder Fraktion mal einen rausgelegt. Die haben hier nicht nur eine sehr, sehr schöne Aufmachung, mal gucken, wie sich das dann im tatsächlichen Design oder tatsächlichen Spiel weiterentwickelt. Wissen wir noch nicht. Sehen wir vielleicht im Laufe der Kampagne. Mhm. Auch ein paar interessante Sachen. Und diese haben hier unten, wie ihr schon seht, Spezialeigenschaften. Genau, so ist es. Genau. Die Champions von dieser roten Fraktion, ich nehme an, das sind noch mehr so Goblins und sowas. So die Horde heißen sie. Ach, die Horde heißen sie, genau. Es gibt ja auch einen Namen zu. Die haben mehr so, blockieren Fähigkeiten, das heißt, man kann Karten, die nachher an bestimmten Stellen liegen, einfach blockieren. Was das dann für Auswirkungen hat, darauf gehen wir dann ein, wenn wir das mal gezeigt haben, wie das prinzipiell funktioniert. Die gelbe Fraktion, das sind die Irelias Eiferer. Die rote Fraktion, das ist die Horde. Mhm. Die grüne Fraktion sind Talindras Kinder. Mhm. Und die blau-violette Fraktion sind Voris Verfechter. Mhm. Wenn du es schon mal offen hast, also hier hätten wir Blockieren von irgendwelchen Sachen. Blockiere eine Lückenkarte, genau. Ja, genau, was für Lückenkarten sind aber noch nicht gesagt. Das müssen wir noch das erzählen. Kommt noch, das kommt noch. Wie gesagt, bei der roten Fraktion gibt es noch andere Blockiereigenschaften, wo es dann heißt, eben nicht nur unbedingt Lückenkarten, also das, was wir nachher sehen in der Mitte des Spielfelds, sondern auch beim Gegner zum Beispiel. Dann haben wir hier Möglichkeiten, dass wir quasi Karten vom Nachziehstapel uns nehmen und eine quasi raussuchen. Zusätzlich. Dann haben wir irgendwelche Möglichkeiten, um Karten zu tauschen, also auszutauschen. Vom Gegner zu mir, von Mitte zu mir, wie auch immer. Da gibt es dann solche Geschichten. Und dann haben wir hier noch die Spezialgeschichten, wo man Karten in Mitte des Kreises legen können. Ja, gut, das macht erst Sinn, euch zu erklären, wenn wir das wirklich gezeigt haben, was der Kreis eigentlich ist.
Ja gut, das hat man doch eben. Lege eine Karte in die Mitte des Kreises. Richtig. Und was das dann für Auswirkungen hat, das erfahrt ihr, wenn wir überhaupt mal den Kreis und so weiter erkennen. Genau. Es gibt eine spezielle Zwei-Spieler-Variante, aber der Einfachheit halber erklären wir euch die normale Variante. Mhm. Unterschied gehen wir dann auch noch drauf ein. Mhm. Zum Aufbau. Es gibt ein Champion pro Spieler. Ich mische einfach mal kunterbunt durch. Wohlgemerkt. Das wäre jetzt quasi die Standardempfehlung auch. Genau, richtig. Im Endeffekt kann man bei diesem Spiel sehr viel experimentieren. Das heißt, man kann die Anzahl der Zahlkarten genauso wie die Anzahl der Champions variieren. Und es gibt auch noch weitere Vereinbarungen, die man treffen kann. Auch da gehen wir dann nochmal kurz drauf ein. Genau. So, und dann gibt es Zahlenkarten. Und zwar ist die Empfehlung... Ach, du grüne, ne? Genau. Kann man ja nochmal kurz sagen. Ja. Das hier war Blockiere eine Lückenkarte. Was Lückenkarten sind, kommen wir noch dazu. Und das hier ist, blockiere beide Karten einer Lücke und erschaffe eine neue Lücke, indem du eine beliebige Zahlenkarte im Kreis aus dem Spiel entfernst. Mhm. Ja. Mhm. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Zahlenkarten. Die Empfehlung ist hier 7 Karten pro Spieler. Und das Ganze wird dann als Kreis ausgelegt. Deswegen legen wir jetzt einfach mal 1, 2, 3... 7. Ja, das wird jetzt bei uns hier eher ein Auge, weil der Tisch ist ja nicht quadratisch und wir müssen auch immer gucken, was die Kamera sagt. Ja. Passt genau. Das so ungefähr? Also den Kreis sieht man jetzt wunderschön. Ist eher eine Ellipse, ne? Aber gut. Ja, ist eher eine Ellipse oder ein Auge schon fast. Was man noch dazu sagen muss, ist, wenn wir Karten nachher entnehmen aus dem Kreis, dann legen wir die offen bei uns aus. Mhm. Bei mir sieht man das jetzt dann sehr schön, immer noch sehr relativ gut im Video, bei dir gar nicht. Ich nehme mein Pfötchen dann einfach weg. Wir können es auch ein Stück runterziehen, so. Ja, dann sieht man es bei mir auch nicht mehr. Also es ist, vielleicht machen wir den Kreis ein bisschen weniger kreisig. So. Machen wir ein Auge draus, so. Das ist dann halt mehr so... Naja, dann haben wir hier Platz und du drüben eigentlich noch nicht ganz, aber fast. Also normalerweise, ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist ein perfekter Kreis. Genau, und das hier sind die Wimpern. So. Ein Hagel. Gut. So, jetzt haben wir ja schon irgendwas gesagt von Lücke. Genau. Hier ist aber noch keine Lücke. Genau. Weil der Kreis ist geschlossen, beziehungsweise die Ellipse. Das heißt, wir müssen erstmal Lücken reißen. Störe meine Kreise nicht. Jetzt, muss ich dich jetzt töten? Historisch gesehen ja, aber du bist kein... Das geht nicht als Pilum durch. Nicht? Nein. Verdammt, na gut. So, Lücken reißen. Mhm. Das heißt, ich entferne einfach eine Karte und dann habe ich nämlich eine Lücke gerissen. Mut zur Lücke. Genau, richtig. Mut zur Lücke, da steht mal jedes Studium. Genau, du hast eine Karte aus dem Kreis herausgerissen. Genau. Wichtig dabei, es muss links und rechts eine Karte gewesen sein. Ne? Genau. Die 4 dürfte ich jetzt nicht einfach nehmen. Das ist kein Lückenreißen, weil da war ja schon eine Lücke. Genau, richtig. Ne? Die Karten, die jetzt übrig bleiben, die 4 hier und die 3 da, die nennt man dann Lückenkarten. So ist es, weil sie es die Karten an einer Lücke sind. Deswegen logischerweise eine Lückenkarte. So, jetzt wäre Andi dran. Er darf natürlich auch eine Lücke reißen. Würde sich dann auch einfach eine Karte nehmen. So. Ich hätte auch jetzt da drüben nehmen können. Also genau, auf meiner Seite bleiben. Genau, richtig. So, da ist jetzt eine Lücke. Das heißt, diese beiden Lückenkarten sind jetzt für mich auch tabu. Zumindest jetzt vorerst. Vorerst natürlich. So, jetzt kann ich die nächste Lücke reißen. Muss ich gucken, wo reiße ich jetzt eine Lücke? Blub, würde ich mir diese Karte nehmen. Mhm. Hätte hiermit eine Lücke gerissen. Während des Lückenreißens dürfen wir allerdings leider nur Zahlenkarten nehmen. Wir dürfen genau. Jetzt noch nicht einen Champion wählen. So ist es, genau. Das ist leider, ist leider so. So, ich nehme jetzt hier mal die 5. Zack.
Und der Roman ist dran. Genau, so, jetzt muss ich wieder gucken. Für mich bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig diese Karte oder diese Karte. Sehr scharfsinnig. Mhm, ich bin gut. Dann nehme ich doch einfach mal, auch warum nicht, eigentlich nehme ich jetzt doch mal die hier. So. Wichtig ist, man muss sich vorher überlegen, wie viele Lücken reißt man denn? So, weil jetzt sieht man zum Beispiel im Zwei-Spieler-Spiel kann man jetzt schon keine Lücke mehr reißen. Ne? Richtig. Geht nicht mehr, weil die Karte ist tabu und ansonsten habe ich nur noch Lückenkarten übrig. Genau. Ich kann also keine weitere Lücke reißen. Das heißt, ein Stück weit auch abhängig davon, wie viele Spieler man hat, wie viele Karten genau. man auch wirklich in den Kreis legt und auch wie viele Champions und so weiter existieren, sollte man sich, ich sag mal, gut möglichst, die Anzahl der Lücken, die genügen, ausmachen. Mhm. Wir sind normalerweise jetzt bei 3 Lücken, weil das, wie ihr schon seht, das ist realistisch. Genau. Eine vierte kriegen wir nicht hin, auch wenn wir es anders hätten angegangen. Zumindest nicht zweimal. Ne? Von daher ist das eigentlich ganz gut. Das heißt, 3 Lücken genügen und ab jetzt reißen wir keine Lücken mehr. Ab jetzt ist es so, dass wir den Modus wechseln und für die übrigen Karten, die wir ziehen dürfen, dürfen wir nur noch Lückenkarten benutzen. Mhm. Zur Erinnerung, Lückenkarten sind die Karten, die nach einer Lücke übrig bleiben und dementsprechend zwischen einer, wo die Lücke dazwischen ist. Genau, richtig. So, und warum sind jetzt diese Lückenkarten wichtig? Weil diese Lückenkarten definieren, welche Farbe die Gewinnerfarbe ist. Man schaut nämlich am Ende von der Runde ist, wenn jeder 5 Karten aufgenommen hat, guckt man, was ist die niedrigste Zahl der verbliebenen Lückenkarten. Das wäre jetzt hier in dem Fall zum Beispiel die 1, weil das die einzige 1, die noch im Spiel ist. Und damit wäre jetzt grün die Gewinnerfarbe. Das heißt, Andi hätte da jetzt zum Beispiel schon 9 Punkte auf der Hand. Ich hätte erst 5 Punkte auf der Hand. Mhm. Genau. Das muss man sich halt überlegen, ne? Mhm. So, wer ist jetzt dran? Wer wäre jetzt nochmal dran? Ich habe zuletzt, jetzt bist du dran. Okay, dann wäre ich dran. So. Jetzt könnte ich natürlich mir diese 4 zum Beispiel nehmen und hätte damit genauso viel grüne Punkte auf der Hand wie der Andi. Aber ich kann natürlich auch einfach hergehen und sagen, ich nehme diesen Champion. Nee, darfst du nicht, weil der Champion ist nicht eine Lückenkarte. Der Champion ist im Moment in der Mitte. Ah, er ist noch in der Mitte. Das heißt, du müsstest, um in den Champion zu kommen, müsstest du eine Lückenkarte von hier nehmen und ihn zu einer Lückenkarte machen. Ja. Aber das ist ein sehr guter Punkt, den man natürlich erwähnen muss. Natürlich, wenn man jetzt an eine Karte noch nicht rankommt, muss man erstmal dafür sorgen, dass man da überhaupt rankommt, indem man die Lückenkarten peu à peu wegnimmt und die Karte, die dann quasi aufgedeckt wird, die ist dann die neue Lückenkarte. Genau. Gut, dann nehme ich mir einfach mal die Karte hier. Ne? Ist eine Lückenkarte. Blub. Das ist ja schon fast gemein. Aber eben auch nur fast. So, und jetzt kann ich aber diesen Champion nehmen und kann quasi eine Lückenkarte blockieren. Blockieren heißt, ich lese einfach rum. So. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Naja, und jetzt ist für dich eigentlich klar, was du nimmst, damit es dann im Pad kommt. Ja, ich überlege momentan, ob ich noch einen Putt verhindern kann, aber das geht natürlich nur... Ich glaube nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Wenn ich den nehmen würde, könnte ich zwar 2 Karten wegnehmen, oder wegdecken, aber dann habe ich natürlich... Die darf ich halt noch trotzdem nicht nehmen, also nehme ich jetzt die. Und damit habe ich ja noch gar nichts. Also jetzt hätten wir quasi mal die Karten so weit weggenommen, die ganzen Lücken gerissen und alle Lücken weg. Mhm. Standardmäßig ist es so, wenn man, dass man bis zu 5 Runden letzten Endes spielt, also 5 Züge letzten Endes macht und am Ende dieser Runde, die wir jetzt gemacht haben, würde man von den verbliebenen Lückenkarten die niedrigste nehmen, das wäre die da,
Und deren Farbe ist die einzige Farbe, die gewertet wird. Genau. Das heißt, ich hätte 5 Punkte, weil diese blau-violetten da, ne? Und der Roman hätte auch 5 Punkte. Genau. Genau. Sollten mehrere Farben oder mehrere Lückenkarten die gleiche Wertung haben, also wenn jetzt hier nochmal eine 3 gelegen hätte, dann würden beide Farben gewertet. Genau. Also nehmen wir mal an, die Karte wäre jetzt nicht da oder wäre zum Beispiel, keine Ahnung, schlechtes Beispiel. 7. Es ist gar keine 7 dabei. So, was weiß ich, wäre die hier. Ja? Dann wäre jetzt hier eine 4 und da eine 4. Dann wäre jetzt gelb und grün die Wertungsfarbe. Genau, hätte ich gewonnen. Aber ja, stimmt. Schlechtes Beispiel, verdammt. Genau. Von daher, ihr seht also, das ist ein Spiel, wo es echt aufs Taktieren ankommt. Und ich glaube, je mehr, desto besser. Je mehr taktieren? Je mehr Spieler, desto besser. Ach so, ja. Je mehr Spieler, desto besser. Klar. Mhm. Das haben wir bei vielen Spielen, die in der Richtung ausgerichtet sind. Allerdings ist das jetzt auch die Variante, die man normalerweise mit mindestens 3 Spielern spielen soll. Genau. Zu zweit ist es so, dass man vor allen Dingen die Anzahl der Runden ändert. Nämlich, dass man sagt, man spielt so lange, bis die letzte weg ist. Ne? Also, das war es sogar, sondern wirklich komplett zu Ende. Und man hat einen Herausforderer und einen Verteidiger. Genau. Und der eine, der Verteidiger fängt auch, glaube ich, an. War das so? Oder was der Herausforderer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Müsste man dann nochmal nachgucken. Prinzipiell ist es so, dass hier nachher auch die im Wesentlichen die Zahlenwertung eine Rolle spielt und man gar nicht hier mit diesen Punktekarten zum Beispiel spielt. Genau, weil diese Punktekarten, die braucht man dann, wenn man eben zu mehr als nur zu zweit spielt. Mhm. Weil dann sammelt man Punkte. Ganz genau. Und wer dann eben am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, kann sich ja vorher überlegen, hey, komm, lass uns mal 5 Runden spielen oder 10 oder je nachdem, wie man lustig ist. Und dann sammelt man einfach fleißig Punkte. Genau. Wie wir schon gesagt haben, man kann bei dem Spiel relativ frei variieren, sich ein paar Sachen festlegen, dass man halt mehr Zahlenkarten in die Mitte nimmt, vielleicht mehr Champions auch, das ist nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. Ja. Die anderen Champions haben ja auch nochmal ein bisschen andere Eigenschaften. Ne? Und auch zum Beispiel dieser Term, was ist eigentlich, wie viele Lücken sind eigentlich genug? Mhm. Und ab da muss man anfangen, die Lückenkarten zu nehmen. Und muss ich vielleicht auch durch ein ganzes Cluster durchschlagen. Genau. Auch da kann man ein bisschen variieren und spielen. Ja, genau. Man muss noch dazu sagen, wie gesagt, es ist ein Prototyp. Mhm. Aber schaut euch mal an, wie die Illustrationen jetzt schon sind. Ja? Wir wissen nicht, ob das in finalen Versionen, ob das dann auch die Illustrationen sein werden. Aber wenn das schon der Prototyp ist, dann ist die normale Version mindestens genauso gut illustriert. Wahrscheinlich noch besser. Mhm. Von daher, da kann man schon mal sagen, Daumen nach oben. Genau. Auch wenn man jetzt so sieht, die Anleitung, die wir jetzt quasi elektronisch bekommen haben, ist auch ein Prototyp, ist auch natürlich noch Prä-Kickstarter, muss man schon sagen. Das Ganze ist Prä-Kickstarter. Ja. Da wissen wir natürlich nicht, inwieweit das jetzt dann schon verbessert wurde beispielsweise. Die ist auch schon ganz gut, enthält eigentlich so ziemlich alle wichtigen Sachen. Also ein, zwei Terme haben wir auch schon angefragt, ob man die vielleicht noch mal besser erklären kann. Mhm. Oder zumindest... ich sag mal, deutlicher beschreiben kann. Aber prinzipiell, auch das ist schon ein sehr guter Zustand für einen Prototypen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf einem guten Weg. Link kommt unten in die Beschreibung rein, hat Andi ja schon gesagt. Ja, und wir werden es weiterhin fleißig verfolgen. Genau. Und vielleicht machen wir ja dann, wenn wir die finale Version haben, da nochmal ein kurzes Vorstellungsvideo dann. So vollumfänglich. So sagen können, so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Genau. Ja, richtig. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Genau, so ist es. Wir finden, es ist ein witziges Spiel. Mhm. Ja, das Spiel, die Spielmechanik ist echt interessant mit den Zahlenkarten und mit den Lückenkarten. Und dann darfst du Lückenkarten nehmen, dann darfst du keine Lückenkarten nehmen. Also, das ist echt angenehm. Genau. Ich meine, was jetzt quasi in den Prototypen oder mit den Prototypen zumindest uns noch nicht so ganz klar war, ob es da noch so eine Art Hintergrundstory gibt.
Beispielsweise bei Woods of Tanaas oder auch Adelus gab es ja hinten dran nochmal eine Geschichte und so weiter. Das ist jetzt vielleicht auch in dem Stadium noch nicht vorhanden. Mhm. Vielleicht für die Kickstarter-Kampagne. Müssen wir dann schauen. Genau. Wir lassen uns überraschen. Genau. Ihr und ihr euch auch. Gut. Nochmal, wie gesagt, lasst uns ein Like da, ein Abonnement, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann drücken wir mal dem Till die Daumen. Das machen wir, ja. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau so ist es. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.